Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fortnite. Wir sind nach wie vor im Early Access. Nach wie vor ist das Winter-Event oder Feiertagstrubel, so hieß es. Ihr seht, ich habe das mittlerweile abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das gezeigt habe. Ich habe mir gerade die tägliche Belohnung abgeholt. Das sind zwei Lamas, die öffne ich jetzt zuerst. Hui, ganz schön groß. Danach gibt es dann noch weitere Lamas. Du hast, worauf es ankommt. Denn dies ist ein Ich öffne Lamas Video. Hau den Ball raus! Und tatsächlich Verbesserung. Bei den täglichen Belohnungen. Jawohl, gleich mal ein Upgrade. Gut. Läuft gut. Was bedeutet, zu den 10 gekauften Lamas, die ich jetzt gleich kaufen werde, kamen also 2 dazu. Das heißt, insgesamt öffnen wir hier also 12 Lamas und höchstwahrscheinlich 2 Feiertagslamas. Aber mal sehen. Vielleicht bekommen wir ja einmal 500er packen. Und dann gäbe es noch was. Nimm es mit nach Hause. Bei den 12 hatten wir ja bisher immerhin ein Silber-Upgrade. Mal schauen, ob das noch mehr werden. Pass auf! Bisher leider nicht. Ende Gelände. Aber ich hoffe natürlich noch auf wenigstens ein goldenes. Hey, ein Haken! Da haben wir schon mal ein silbernes und ein goldenes. Jawohl. Haha, High Society! Das ist das so gute Zeug. So soll es sein. Heute mal die Schrotflinte. Ein epischer Verteidiger und eine legendäre Wandstachelskizze und ein legendärer Überlebender. Ja, zwei legendäre. Eine Axt? Das ist ganz optisch. Nun, so bin ich. Ich mache dieses Lama-Event jetzt tatsächlich aus Willst einem ganz bestimmten kitzeln? Grund, weil danach kommt ein kurzes Erklärvideo, ja, das ich aufnehmen werde zum Thema ankommt. Sammlungen. Und da brauche ich ja ein paar Karten. Das ist der eigentliche Grund. Ganz schön mittelalter. Warum ich dieses Video mache, dass ich genug Karten habe, um euch zu zeigen, wie man das diese Sammlung in idealer Weise angeht. Ich bin ein Lama. Eieiei, nur ein silbernes und ein goldenes und wir Hause. Sind schon bei 12 Lamas. Das könnte ruhig noch ein silbernes mehr sein. Aber wir haben ja noch dieses und das letzte kommt ja dann auch Adios. Noch. Adios, viel Spaß damit. Da könnte ja noch mal was Silbernes dabei sein. 500er Paket mit der Eventwährung hatten wir leider nicht. Und einmal Silber, jawohl. Hab ich ein Glück? Also Jetzt zwei Silberne, ein Goldene bei 12 an. Lamas. Das ist okay. So, und dann haben wir hier zwei Feiertags-Events, zwei Feiertags-Lamas logischerweise jetzt. Vorsicht, Unkraut! Auch die können sich natürlich upgraden, ist mir glaube ich bisher nur einmal passiert. Ich glaube, ich habe da keine Aufnahme gemacht, wenn ich mich recht entsinne, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und hier besteht natürlich die Chance auf eines der... Den habe ich glaube ich noch nicht. Ach so, ich habe ja nur 1000 bekommen. Kann ja auch nur ein Feiertagslama werden, ja logisch. Okay, so. Nun gehen wir mal zum Thema Sammlungen. Also, warum eigentlich Sammlungen machen? Der große Vorteil ist, es gibt halt regelmäßige Belohnungen.
Und hier kann man dann auch mal schauen. Also es gibt demnächst diese drei Fertigkeitspunkte. Dann gibt es 4000 Helden-EP. Dann gibt es hier den Marodeur Nomad, also einen legendären Helden. Und man braucht dafür diese Punkte, die sich dann hier auch aufaddieren. Und um tatsächlich etwas freizuschalten, ist es, also ja doch, fangen wir bei den Event-Sachen an, ist es natürlich so, da wo ihr diese Linie seht, ich gucke mal, ob ich eines finde, wo eine andere Linie zu sehen ist, ja hier, also diese Linie heißt, ich habe eines dieser Gegenstände in meinem Lager, mindestens eins, in dem Fall tatsächlich nur die eine. Und hier habe ich eine in meinem Lager, die höherwertig ist als das, was drin ist. Also ich habe hier eine 25er, das ist gerade eine 19er. Es ist auch gar nicht so unsinnig, hier seht ihr es ja. Hier habe ich zum Beispiel eine ausgerüstete, komplett vollgepowerte Level 30 grüne gepanzerte Jenny reingemacht. Das bringt halt einfach tatsächlich zusätzlich Punkte. Das ist eigentlich der Trick an der Sache. Das heißt also, um hier oben diese Punkte voll zu kriegen, muss man einfach tatsächlich was opfern. Naja, den vielleicht noch nicht, aber den auf jeden Fall. Auch wenn ich nur einen davon habe, hat das Ganze ein bisschen erhöht. Und so geht man eigentlich tatsächlich immer durch, schaut, was man so hat. Von den Röhrenschwertern habe ich, glaube ich, zwei. Das heißt, ich kann also tatsächlich eins auswählen und kann es hier reinstecken. Und ihr seht, legendäre Dinge bringen natürlich sehr, sehr viele Punkte. Helden im Übrigen auch. Weswegen wir mal schauen, da hatten wir bloß eine, ob ich da nicht noch eine opfern kann. Auch die habe ich nur einmal, was schade wäre. Ich bin mir tatsächlich nicht so ganz sicher bei den ganzen Helden und so weiter, die man so hat. Der ist schon gelevelt, den möchte ich eigentlich noch nicht reinschmeißen. Das sind alle, aber ich würde sagen, den hauen wir rein. Den hauen wir jetzt rein. Da ist ein Level 20er und zack, da gibt es die Belohnung. Das ist eigentlich genau das, was man bei der Sammlung tut. Nun, klar ist, ich kann diese Karte, die ist jetzt weg. Ich kann sie nicht mehr wiederbekommen. Das heißt also, wenn ich jetzt tatsächlich hier den reinwerfen würde, Level 34, dann wäre der wirklich weg. Also ich könnte ihn nicht mehr zurückholen. Also alles, was in der Sammlung drin ist, ist tatsächlich verschwunden und kommt nicht wieder. Das sollte man sich tatsächlich vorher überlegen. Jetzt mal gucken, habe ich... Also man kann zwar dann hier die Sammlungsgegenstände betrachten und man kann ihn auch leveln. Also man muss dafür keine zweite Karte opfern. Was habe ich denn? Da habe ich nur einen 27er. Das ist es also. Jetzt kommen wir zu vielleicht noch einer ganz besonderen, einer Besonderheit. Ich muss mal überlegen, bei den Schwertern habe ich das schon gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Ne, ich gehe mal schnell zurück in meine Skizzensammlung. So. Das ist das lodernde Masamune des Gründers. Ne, das kann man gar nicht reinmachen. Der mächtige Drescher. Also wir gehen gleich zu den Nahkampfwaffenkeulen. Der mächtige Drescher. Der ist jetzt derzeit auf einem Level 30 und ich müsste, um ihn aufzurüsten, ich kann mal gucken, ob ich genug Regentropfen habe. Habe ich eigentlich alles? Ne, ich habe den Knoten noch nicht freigeschaltet. That's the problem. So, diesen mächtigen Drescher. Keule. Ich habe die Keule also schon drin, wie ihr seht hier. Könnte jetzt den auch tatsächlich reinlegen. Aber, warum tue ich das nicht? Ich möchte ihn hier reinlegen. Und hier ist er auch. Das heißt, hier muss er natürlich voll gelevelt sein. Level 40. Und dann kann ich den hier nochmal reinlegen, was natürlich nochmal extra Punkte bringt. Das heißt also, bei vielen Waffen, also auch bei den Sensen und so weiter, gibt es noch zusätzlich diese Kristallgeschichte. Das heißt, ihr solltet euch tatsächlich überlegen, okay, irgendwann früher oder später auch mal diese Felder voll zu machen. Ich habe noch, glaube ich, keine einzige Kristallwaffe da drin. Und es liegt, glaube ich, immer am Knoten. Also tatsächlich die dann auch wirklich hoch zu leveln, aber auch tatsächlich nur bis zu dem Punkt, zu dem man sie braucht, also Level 40. Das ist der Punkt, an dem man dann tatsächlich die Waffen einspielen kann, weil sie dann Kristallwaffen sind.
Also, ganz wichtig, das sich im Hinterkopf zu behalten, also nicht immer alle blauen, lilanen oder auch teilweise natürlich die legendären bzw. epischen und seltenen, um nicht immer mit den Farben zu sprechen, wegwerfen, sondern tatsächlich auch aufheben. Ich habe dafür mir einen kleinen Trick angewöhnt. Ich level nicht alles gleich hoch, was ich so habe, sondern, wo sind sie denn? Hier sind die blauen, also die seltenen. Ja, seht ihr, das sind die, die ich demnächst tatsächlich leveln möchte, auf eben Level 40. Das heißt, die sind vorgesehen, als nächstes in die Kristallstufe zu kommen, sozusagen. Und die level ich jetzt tatsächlich so weit hoch, wie es nur geht, bis ich sie hier habe, beziehungsweise eben auf Level 40. Und auf Level 40, wie ihr gesehen habt, mir fehlt der Knoten, weswegen ich sie noch nicht hochleveln kann. Ja, das ist es eigentlich zum Thema Sammlungen erzählt. Ich würde es euch wirklich empfehlen, die Sammlungen zu machen. Wie ihr seht, ich bin mittlerweile Level 98. Das ist bestimmt nicht das Weltbeste. Ihr seht ja hier, das war die Sturmzonengeschichte. Da gab es ja spezielle Helden und so weiter. Gegenstände, ebenso bei der Räubergeschichte. Da habe ich tatsächlich nicht viel gespielt, wie ihr seht. Aus Zeitgründen hier die Albtraum-Sache, das war das Halloween-Event, auch da habe ich ein bisschen was gemacht. Hier bin ich auch fertig geworden, wie ihr seht. Und hier hätte ich noch ein paar Helden, die ich reinschmeißen könnte, die ich aber nicht reinschmeißen möchte. Und hier Wintertech war ja erst vor kurzem und wie ihr seht, hier gab es auch tatsächlich die Kristalloption. Also tatsächlich die Überlegung zu sagen, ich schmeiß das dann nicht weg, sowohl das Seltene als auch das Epische, wenn ich es doppelt habe. Hier zum Beispiel habe ich ja die Flinte noch ein zweites Mal. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich sie dann als Kristallfernwaffe hier unten reinsetzen werde. Leider fehlt mir das Wintertech Scharfschützengewehr, das hätte ich sehr gerne gehabt. Bei dem Impulsgewehr habe ich eines, das werde ich wahrscheinlich erstmal nicht wegbringen. Und hier hätte ich tatsächlich auch keine Alternative. Ähnlich bei den Nahkampfwaffen. Auch hier habe ich leider nicht so viele doppelt. Das Laserschwert habe ich noch ein zweites. Nein, das habe ich sogar noch dreimal. Also das Laserschwert, eines davon werde ich mit Sicherheit in die Kristall-Ecke schieben hier. Aber auch hier fehlt mir neben dem Knoten natürlich auch die ganzen Punkte. Also das hat Zeit, das muss nicht auf einmal geschehen. Wie ihr seht, Level 99 bin ich und ich bekomme als nächstes die 4000 Helden-EP und danach gibt es den Marodeur und hier sehen wir jetzt, was es in Level 101 gibt. Da gibt es Trainingshandbücher, Fallenentwürfe oder Waffenentwürfe. Das heißt, da muss ich mir dann überlegen, was ich nehme, denn hier steht ja ein Oder dazwischen. Also das heißt, das ist das nächste Besondere sozusagen, das ansteht. Wird auch nicht mehr so lange dauern. Es fehlen bloß noch knappe 100.000. Ne, stimmt gar nicht. Es sind sogar viel weniger Punkte. Also, das geht dann genauso. Das ist eigentlich die Art und Weise, wie man die Sammlungen sich betrachtet. Nochmal zur Erinnerung, was drin ist, ist drin. Schmeißt also nicht eure besten Helden da rein, denn dann sind sie halt einfach weg. Die kommen auch nicht wieder. Ihr könnt sie also nicht wieder rauslösen, zumindest bisher nicht. Ich mag sein, dass es das in Zukunft irgendwann mal geben wird. Bisher aber nicht. Denkt da bitte dran, denn sonst habt ihr echt irgendein Problem. Soweit zum Thema, wie die Sammlungen funktionieren. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.